Also, was ich dich schon immer fragen wollte, war, wie kommt jemand, der so einen wohlklingenden und auch irgendwie südländisch klingenden Namen wie Zamperoni hat? Ingo mit Vornamen. Nichts gegen Ingo, aber es ist ein harter Kontrast. Hartes Los, ne? Ja, also es gibt eigentlich eine ganz einfache Erklärung. Also dadurch, dass ich Deutscher und Italiener bin, wollten meine Eltern, dass man beides auch erkennt. Also, dass man, bei dir zum Beispiel haben wahrscheinlich manche gedacht, du bist nur Italiener. Was völlig falsch ist, aber, genau. Aber und deswegen meine, wollte es man gibt ja auch im Deutschen einen unglaublichen Reichtum an Vornamen. Ah, okay. Warum das Ingo? Ja, okay, das war die eine Voraussetzung, es sind drei. Also ein deutscher Vorname, der mit einem italienischen Namen zusammenkommt, dass man sieht beides. Dann kurz, weil der Nachname lang ist. Okay. Und die dritte wichtigste Voraussetzung, aussprechbar für die italienische Verwandtschaft. Und es gibt ja viele italienische männliche Vornamen, die mit O enden, Marco, Mario. Und Ingo passte da auch gut rein. Insofern. Aber also wenn ich so. Und ich glaube, es kommt auch hinzu, dass für ausländische Ohren ein Wort oder ein Name ja auch anders klingt. Ja, ja, wie, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die Ingo sagen in Italien. Das klingt doch anders. Nee, eine Nonna sagt ja immer Ingo, vieni qua. Ja, also die Betonung und vorne. Du hast ja auch einen Bruder, wie heißt denn der? Selbe Voraussetzung, Heiko heißt der. Und das Lustige ist, wir werden oft gefragt, kommt ihr aus dem Osten? Also das ist tatsächlich so, dass da auch kurzer Vorname, deutscher Vorname und mit O hinten, bei dem kam die Herausforderung hinzu, dass die Italiener nicht wissen, dass E und I im Deutschen wie Ei ausgesprochen wird. Und für den Fall, dass wir mal nach Italien gezogen werden und die H auch nicht aussprechen können, die Italiener, wie du außer weißt. Außer in der Toskana. Ja gut, da auf jeden Fall, aber grundsätzlich. Und dann haben meine Eltern den Clou gefunden, aus Heiko mit AI den Namen zu schreiben. Und da können die Italiener wenigstens Heiko sagen. Und ich finde es bis heute immer lustig, wenn ich Heiko mit EI deutsch geschrieben sehe, dann macht es in meinem Kopf immer Eiko. Da ist ein Fehler drin. Ja, ja, das ist total schräg. Also für mich muss es mit AI heißen. Dein Vater hat Schuhe verkauft? Unter anderem. Er hat eigentlich alles verkauft. Er war im Marketing. Der hat schon Autos, Eis, Parfums und am Schluss ist er dann bei Schuhen gelandet. Aber es heißt, also erstens, dass er dabei erfolgreich war, dass er das gut konnte. Ja. Und zweitens, dass bei dir zurückgeblieben ist eine gewisse Neigung zu Hausschuhen. Ja, da kommt meine amerikanische Frau nicht mit klar. Und jetzt haben wir also die Geschichte stimmt. Ja, also ich finde kalte Füße, das fand ich schon immer furchtbar. Das klingt sehr pantoffelig, ne? Spießig. Aber wie sehen deine Hausschuhe aus? Also Hüttenschuhe, Schweizer Hüttenschuhe habe ich hast du gerne. Was sind das für Schuhe, Entschuldigung? Ja, so diese Halbsocken mit Wolle und so, ja. Also, aber ich laufe auch sehr gerne barfuß, muss man dazu sagen. Also wenn es nicht not tut, dann auch ohne. Aber ich meine, es ist immer sehr schwierig, über Nationalcharakter zu sprechen. Aber ich kenne wenige Menschen in Italien, die barfuß rumlaufen, aber ganz viele in Deutschland. Ja. Ich glaube, obwohl es in Deutschland eigentlich mehr Gründe gäbe, Schuhe. In Italien ist ja die Zoccoli, ne, die man gerade im Meer auch mal anhat, diese Holzpantoffeln. Ich glaube, es wird irgendwie als unhygienisch empfunden, durchs Haus oder durch die Wohnung zu rennen und dann damit ins Bett zu springen. Na gut, ins Bett springe ich mit meinen Hausschuhen auch nicht. Nein, ohne Hausschuhe. Ach so, wenn man barfuß läuft. Ja. Deswegen hat das mein italienischer Vater auch in die Familie eingeführt, sich vor dem Schlafengehen die Füße zu waschen. Das machst du zusätzlich noch? Nicht so ganz, aber deswegen gibt es auch das Bidet bei uns zu Hause. Okay, auch etwas, was in Italien sehr italienisch, ja. Ja. Aber wäscht man im Bidet nicht was anderes als Füße? Ach, das ist praktisch für alles Mögliche. Okay. Also in meinem Elternhaus. Wenn euch das jetzt nicht schon genug war, dann jetzt schnell in die Mediathek, da gibt's das ganze Video.